Hallo und herzlich willkommen auf dem Technikkanal. In diesem Video seht ihr mal ein Unboxing, ist mal etwas anderes. Man kann es sicherlich schon ein bisschen sehen. Es handelt sich um den The Box PA18 Eco MK2 Subwoofer. Ist ein 18 Zöller, der hat 250 Euro gekostet. Ist jetzt vielleicht nicht das Beste, werden die meisten noch sagen, aber für den Anfang für mich sollte es ausreichen und ich wollte mir halt auch mal eine 18 Zoll Subwoofer kaufen. Und da ich auch in letzter Zeit öfters mal für Musik sorge, wollte ich mir halt mal einen vernünftigen kaufen, weil die anderen von hier drinnen, die ganzen, ist nicht wirklich was Besonderes. Und deswegen, ja, habe ich mir den halt mal gekauft und dann seht ihr jetzt halt mal ein Unboxing. Dann würde ich auch schon mal gleich anfangen. Sieht nicht sehr gut aus, das Paket. Es ist an einigen Stellen sehr demoliert. Aber was will man noch machen bei einem Paket, was fast 45 Kilo wiegt. Der Subwoofer selbst wiegt eigentlich nur 41 Kilo. Aber trotzdem, falls ihr euch wundert, was es im Hintergrund ist, das ist mein PC, weil ich ab und zu Nachrichten bekomme. Deswegen nicht wundern. Wird schon schön witzig werden, das jetzt auszupacken. Schon allein aufgrund dessen, weil es sehr groß ist. Oh, das ist auch mal was anderes auf meinem Kanal. Und da schon lange keine Videos mehr kamen, den meisten muss es vielleicht auch gefallen, mal solche Videos bei mir zu sehen. Falls der Subwoofer sich auch gut schlagen sollte, also auch so vom Klang her auch so gut sein sollte, dann werde ich mir wahrscheinlich auch noch einen zweiten besorgen. Und vernünftige Top-Teile kommen natürlich auch noch dazu. Sondern günstig gewesen, das Ganze so zu öffnen. Hier haben wir schon mal die Bedienungsanleitung. Die können wir erstmal beiseite legen, die kann ich mir selber noch angucken. So, jetzt muss ich gucken. Am günstigsten wahrscheinlich mit hinlegen. Bei der Größe. Das wird schwer werden jetzt. Das wird jetzt sehr schwer werden. Ich könnte mir das Ganze schon vorher irgendwo einfach heilen. Ach Leute, jetzt geht es. Geht ja jetzt relativ gut. So, da kommt das Stück so langsam zum Vorschein. Ja, es ist sehr groß. Drinnen ist nichts weiter mehr. Ne. Ja, das war's dann auch. Du hast das schon vor. Also ist nicht weiter. Kann man noch hocken. Mehr soll ja auch nicht drin sein. So. Also ich würde sagen, das sieht schon sehr gut aus. Gucken, wie viel ich spiele, weil ich das ein bisschen mehr Spiele machen lässt. Es riecht schon sehr neu. Klingt wohl nicht so, als wäre sehr viel Verstrebung in verbaut. Wobei, was will man bei dem Preis von 250 Euro auch groß erwarten? Aber ich denke mal, für den Anfang sollte das eigentlich auch reichen. Da ist das gute Stück.
Auf dem Bild sieht es jetzt vielleicht nicht so groß aus. Es ist allerdings relativ groß. Hier mal so als Vergleich daneben eine Hand. Die ist, naja, knapp so groß, vielleicht ein bisschen größer als die Bassreflexöffnung. Also er ist sehr groß. Ja, was da so rauskommt und so, das werde ich dann alles noch testen. Da werden dann auch noch weitere Videos folgen. Und ja, das war's dann erstmal. Es sollte auch erstmal nur ein Unboxing sein. Denn wenn ich eine Weile getestet habe, werde ich vielleicht auch noch ein Review oder so machen. Und ansonsten, ja, das war's dann eigentlich gewesen für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.